ist der Wahnsinn. Okay, nächste Runde. Welche Zahl suchen wir? Wieder 100 Euro, wieder 5 Gewinner. Ich sage dir nur eins, was ich mir gerade vorstellen kann, ist Folgendes. Es geht nur gerade darum, pro Runde 5 Gewinner zu machen, okay? Weil wir Ihnen beweisen wollen, Non-Life Pro, das ist eine Gewinnersendung. 5! 3, 5, 7, was könnte fehlen? 3, 5, 7 und? Ja, da, ich hab's gesagt. Zugeschlagen, hallo, wer ist dran? Hallo, Mario. Mario, wie geht es dir? Nein. Wie geht es? Nein. Wie geht es dir denn? Gut, jawohl. Mario, und die 9 ist? Falsch. Falsch. Okay. Nee, warte mal. Mario, warte mal. Liebe Regie, jetzt mal ganz kurz, habt ihr euch vertan mit euren Sounds? Die 9 ist doch richtig. 3, 5, 7, 9. Oder nicht? Normal schon. Ja, normal ja, Mario, oder? Sag's mir, boah. Das ist falsch. Mario, bleib mal dran, 50 Euro bitte. Du kriegst 50 Euro von mir geschenkt, okay? Ja, danke. Die Lösung ist falsch, also... Hä? Was ist denn das für eine Zahl jetzt? Was hatten die da? Das check ich ja gar nicht. Leute, hier ist die Lösung. Aus Umstand 4, das ist falsch. Ich weiß doch, welche Zahl suchen wir? Ja, ja, das ist mir schon klar, aber das ist doch logisch. 3, 5, 7 und dann die 9. Die Zahl, die hier steht, die check ich gar nicht. Was hat die denn mit den... Ja, okay, wir geben jetzt einen Tipp. Weil du willst einen Tipp geben? Ich check's. Tipp ist Prim... Ach komm, was war denn eine Primzahl bitte? Was war denn eine Primzahl? Wir suchen eine Primzahl. Es gibt eine Primzahl, die reinpasst. Eine Nein. Primzahl ist eine Zahl, die... Wie was größer ist als 1 und nur durch 1 und sich selber teilbar ist. Als ganze Zahl. Ach, Leute. Primzahl. Also im Prinzip. Nein. Im Prinzip sind das quasi auch Primzahlen, oder? 3, 5, 7. Genau. 7 ist nur durch 1 oder sich selber teilbar. Das heißt, 7 kann ich nicht durch 3 oder durch 2 teilen. Genau. Freunde, was soll ich machen? Wir zeigen Ihnen jetzt mal die Auflösung. Alle, jede Zahl ist immer durch 3 teilbar, auch die 2. Auch die 4, wenn ich die 4 durch 3 teile, habe ich 1,3 irgendwas. Weil wenn ich die 2 durch die 3 teile, habe ich 0, irgendwas. Liebe Zuschauer, jede Zahl ist durch 3 teilbar. Genau. 7 ist nur durch 1 oder sich selber teilbar. Das heißt, 7 kann ich nicht durch 3 oder durch 2 teilen. Genau. Alle! Jede Zahl ist immer durch 3 teilbar, auch die 2. Auch die 4. Wenn ich die 4 durch 3 teile, habe ich 1,3 irgendwas. Weil wenn ich die 2 durch die 3 teile, habe ich 0, irgendwas. Liebe Zuschauer, jede Zahl ist durch 3 teilbar. Zugeschlagen. Hallo, wer ist dran? Hallo, hier ist die Christine. Christine! Oh, das ist die Dame, die jetzt abräumt hier. Jawohl! Ja, ich sage die Nummer 11. Christine. Gewonnen! Ja. Und nochmal für alle draußen. Das ist eine Primzahl. Die 3 ist eine Primzahl, die 5 und die 7 und die 11 auch. Das sind Zahlen, die nur durch sich selber oder durch 1 teilbar sind, ne? Dann kämen noch 13, 17 und 19 und so weiter. Sehr gut! Du bist aber pfiffig. Hättest du noch gewusst, was Primzahlen sind, wenn ich es nicht erklärt hätte? Schon. Ehrlich das jetzt? Muss man ja noch wissen. Oh, muss man wissen. Ja. Oh, da muss ich mich auch verstecken. Wenn es ein schwarzes Schaf gibt, dann sind es wir. Wir stehen dazu, ja? Schon, ja.